In diesem Video geht es um das Periodensystem und um das berühmte Ausschließungsprinzip von Wolfgang Pauli, auch kurz Pauli-Prinzip oder Pauli-Verbot genannt. In seiner einfachsten Formulierung lautet es so: Zwei Elektronen im selben Orbital dürfen nicht denselben Spin haben. Das hört sich eigentlich ziemlich harmlos an, aber das Pauli-Verbot ist mitverantwortlich für die chemischen Eigenschaften der Elemente. Ohne Pauli-Verbot würde das Universum komplett anders aussehen und auch das Leben hätte sich nicht entwickelt, zumindest nicht in der uns gewohnten Form. Der österreichische Physiker Wolfgang Pauli formulierte das Ausschließungsprinzip 1925 und bekam dafür 1945 den Nobelpreis. Zwei Elektronen im selben Orbital dürfen nicht denselben Spin haben. Warum hat dieses so harmlos klingende Naturgesetz so weitreichende Konsequenzen? Sehen wir uns dazu die ersten Elemente im Periodensystem an. Wasserstoff hat ein Proton im Kern und ein Elektron im 1s-Orbital. Per Konvention zeichnet man dieses Elektron immer mit einem Spin-up ein, also mit einem Spin von plus ein halb H quer. Helium hat zwei Protonen und zwei Neutronen im Kern und zwei Elektronen im 1s-Orbital. Aufgrund des Pauli-Verbots muss davon eines den Spin-up und das andere den Spin-down haben. Etwas überraschend ist das Heliumatom kleiner als das Wasserstoffatom. Das liegt daran, dass das Heliumatom zwei Protonen hat. Deshalb werden die Elektronen stärker angezogen und das verkleinert den Atomradius. Das Heliumatom ist das kleinste aller Atome. Das ist ein Mitgrund, warum ein Heliumballon so schnell schlapp macht. Weil die Heliumatome so winzig sind und sich außerdem nicht zu Molekülen verbinden, passen sie besser durch die winzigen Poren in der Ballonhaut als etwa die N2- oder O2-Moleküle der Luft. Das dritte Element ist Lithium. Es hat drei Protonen und drei Neutronen im Kern und drei Elektronen in der Hülle. Und jetzt schlägt das Pauli-Verbot zu. Das dritte Elektron passt nicht mehr ins 1s-Orbital, weil sonst gäbe es dort ja zwei Elektronen mit demselben Spin. Es muss ein neues Orbital eröffnet werden, das 2s-Orbital. Bildlich gesprochen sind Atomorbitale immer zwei Bettzimmer. Die Elektronen im 2s-Orbital haben mehr Energie und befinden sich im Potentialtrichter viel weiter oben. Deshalb hat die Wahrscheinlichkeitswelle salopp gesagt wesentlich mehr Platz und deshalb ist das 2s-Orbital viel größer als das 1s-Orbital. Ein Lithiumatom ist bereits rund dreimal so groß wie ein Wasserstoffatom. Das Pauli-Verbot verleiht also gemeinsam mit der Unschärferelation der Materie ihr Volumen. Bei den nachfolgenden Elementen wird zunächst das 2s-Orbital aufgefüllt und dann die zwei p-Orbitale, wobei jedes p-Orbital zunächst nur mit einem Elektron angefüllt wird. Weil die Kernladungszahl steigt, sinkt der Atomradius ab. Obwohl Neon bereits das 10. Element ist, ist es kurioserweise kaum größer als ein Heliumatom. Neon ist das zweitkleinste aller Elemente. Dieses Muster setzt sich bei den weiteren Elementen fort. Immer wenn ein neues s-Orbital eröffnet wird, dann wächst der Atomradius sprunghaft an. Wenn die s-, p-, d- und f-Orbitale aufgefüllt werden, dann sinkt der Atomradius wieder ab. Hier sind die ersten sechs Zeilen des Periodensystems dargestellt, bis zum Atom Nummer 86, dem radioaktiven Edelgas Radon. Bezüglich der Atomradien kann man in der Literatur leicht unterschiedliche Werte finden. Bei einem Festkörper kann man zum Beispiel den Atomradius über den Abstand der Atome rekonstruieren. Hier in dieser Abbildung habe ich allerdings Werte verwendet, die auf theoretischem Weg mit Hilfe eines Computermodells berechnet wurden. Das Pauli-Verbot gilt für alle Teilchen mit halbzahligem Spin, also zum Beispiel auch für die Quarks, aus denen die Protonen und Neutronen bestehen. Alle Teilchen mit halbzahligem Spin nennt man Fermionen. Man kann das Pauli-Verbot daher auch so formulieren. Zur selben Zeit und am selben Ort kann es keine identischen Fermionen geben. Sie müssen sich durch irgendein Merkmal unterscheiden, zum Beispiel durch den Spin. Das Pauli-Verbot gilt nicht für Teilchen mit ganzzahligem Spin. Teilchen mit ganzzahligem Spin nennt man Bosonen.
Das prominenteste Boson ist das Photon. Es hat den Spin h quer. Es können sich beliebig viele, völlig identische Bosonen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort aufhalten. Das ist auch der Grund, warum Licht zum Beispiel beliebig hell sein kann, weil sich beliebig viele Photonen an einer bestimmten Stelle befinden können. Was würde passieren, wenn das Pauli-Verbot für Fermionen nicht gelten würde? Sie würden sich dann ähnlich wie Bosonen verhalten. Alle Elektronen eines Atoms würden sich dann im 1s-Orbital befinden. Zum Beispiel hätte Plutonium, das höchste natürlich vorkommende Element auf der Erde, alle seine 94 Elektronen im 1s-Orbital. Die Elemente würden durch diesen Effekt ihre typischen chemischen Eigenschaften verlieren. Sehen wir uns das mal genauer an. Die chemischen Eigenschaften eines Elements werden durch die Anzahl der Elektronen in der äußersten Schale mitbestimmt. Man nennt diese Elektronen in der Chemie die Bindungs- oder Valenzelektronen. Sehen wir uns dazu zwei plakative Beispiele an. Bei den Edelgasen sind die Außenorbitale immer voll besetzt. Helium hat zwei Elektronen im 1s-Orbital und somit zwei Valenzelektronen. Alle anderen Edelgase haben volle s- und p-Orbitale und somit acht Valenzelektronen. Mit dieser Elektronenkonfiguration sind die Edelgase rundum zufrieden und reagieren daher nicht mit anderen Elementen. Anders ist das mit den Halogenen in der siebten Hauptgruppe. Sie haben sieben Valenzelektronen und es fehlt ihnen ein einziges Elektron, damit die Außenorbitale voll sind. Weil Halogene dieses Elektron unbedingt haben wollen, sind sie chemisch äußerst aggressiv. Zum Beispiel werden Chlor, Brom und Jod zur Desinfektion verwendet. Ähnliche Überlegungen gibt es auch für alle anderen Anzahlen von Valenzelektronen. Die Valenzelektronen bestimmen die chemischen Eigenschaften eines Elements. Die Valenzelektronen sind aber wiederum eine Folge des Pauli-Verbots. Würde das Pauli-Verbot nicht gelten, dann würden die Elemente ihre typischen chemischen Eigenschaften verlieren. Jedes Atom könnte sich dann mit jedem anderen Atom verbinden. Es gäbe im Universum nur Riesenmolekülhaufen, aber keine diffizilen Atomanordnungen. Und das hätte unglaubliche Konsequenzen. Zum Beispiel befinden sich, mit Ausnahme in den roten Blutkörperchen, in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers 23 Chromosomenpaare. Ein Chromosom ist im Prinzip zusammengeknäuelte DNA. Wenn ich so einen DNA-Knäuel aufdrösele, dann erhalte ich die bekannte DNA-Doppelhelix. Die DNA ist ein zentimeterlanges Riesen-Megamolekül, das aus Milliarden von einzelnen Atomen besteht. Unsere gesamte Erbinformation liegt in der speziellen und individuellen Anordnung dieser Atome. Diese Anordnung wird wiederum durch die Valenzelektronen ermöglicht, die eine direkte Folge des Pauli-Verbots sind. Ohne Pauli-Verbot keine DNA und somit auch kein Leben.